So, und damit zurück auch hier auf YouTube. Die nächste Folge, die beginnt jetzt alles hier. Wir sind hier immer noch bei Visage. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig spricht. Oder Visage. Ich weiß es nicht. Und ja, ich bin natürlich jetzt schon voreilig gewesen, bin die Treppe schon runtergelaufen. Radio aus, bitte. Und so, Ruhe jetzt, bitte. So. Und wir sind jetzt gerade nochmal, ich bin gerade nochmal unten gelaufen, weil meine Anzeige unten in der Ecke, die man jetzt auch sehen kann, also kurz hier hinter meinem Stuhl, ja. Doch, da. Da ist die Anzeige. Und die musste gerade erst mal ein bisschen rot, ein bisschen wieder zum, ein bisschen abreagieren, ja. Die war ja auch schon auf rot und war dann schon ein bisschen gefährlich. So. Okay. So, ich werde natürlich auch ein bisschen hier auf den Chat auch mit eingehen. Ja, also nicht wundern, das ist ein, wie gesagt, ein Live-LP. Ich gucke, na gut, eigentlich Let's Player nicht, weil ich reagiere ja auf den Chat. Und naja, also wir kriegen ja schon alles hin. Was ist da los? Hint your sensitive too fast. Warum? Hier ist niemand? Okay, geht es langsam weg. Es geht weg. Wir gehen wieder nach oben. So, weil hier oben ist natürlich irgendwas. Ja, wir sind, wir haben nämlich hier bestimmt letztes Mal irgendwas übersehen. Wir haben irgendwas übersehen, was, weil es geht ja irgendwie ja nicht weiter, ne? Es passiert hier nichts. Verdammte Axt. Alter. Jetzt sieht aber alles aus hier. Wo ist der Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter? Wo ist der Lichtschalter? Alter. Wie man sehen kann, es geht wieder los. Ich habe schon akute Gänsehaut. Seht ihr es auch? Alter, ernsthaft. Alter. Hör auf, die Tür zu. Ich hab's nicht zugemacht. Okay, es funktioniert auf jeden Fall bei mir. So, wir müssen irgendwie mal hier runter. Gleich das Licht aus. Bleib bloß an, ey. So, also hier unten müssen wir auch irgendwie mal hinkommen. Ich weiß noch nicht wie. Da geht. Lass das Licht an, ey. Lass bloß das Licht an. So, wir haben es immer noch 3:30. Immer noch. Die Zeit, die geht nicht weiter. Was hat er getickert? Alter Lachs, ey. Willst du mich verarschen? So. Ein Pulsmesser brauchst du für deine Videoanzeige. Das wäre natürlich geil, ne? Aber man hört es auch, man wird es auch an meiner Stimme hören. Die wird sogar ein bisschen flatterig. Ach, hier ist Licht ausgegangen. Die wird dann gleich ein bisschen flatterig werden. Das Radio gegangen. Ich bin nur damit beschäftigt, Licht, an, Licht wieder anzumachen. So. Was ist jetzt kaputt? Hallo, Spiel, mach mich jetzt nicht hier irre. So, wahrscheinlich. Übergreift er schon im Realen, ja? Boah, Alter, lass ihn. Ich geh jetzt schon kaputt. Ich geh ernsthaft, ich geh schon kaputt. Ich geh echt kaputt, ey. Was? Hier ist gerade irgendwas langgehuscht? Habt ihr das gesehen? Irgendwas. Jetzt lass doch mal mein verdammtes Licht an! Das ist doch nicht mehr normal, ey. So, wir. Voodoo, grüß dich. Ey, ich komme hier nicht weiter. Wenn die ganze Zeit hier das Licht ausgeht. Die wollen doch einfach nur verarschen. So, ich muss endlich mal oben was weitermachen hier. Wenn das Licht wieder ausgeht, dann lass ich aus. So, pass auf. Wir gehen. Hier war, glaube ich, auch schon mal. Also Dunkelheit ist ganz gefährlich in dem Spiel. Das ist gerade irgendwas vom. Ich hasse es auch, dass man hier keine Lampe oder sowas irgendwas hat, ne? Ich habe hier gar nichts. Ja, ich habe hier echt einfach nur so ein bisschen Dingensbums, eine Glühbirne, super. Alter. Das hängt, glaube ich, mit daran mit dem Sensor, sage ich mal, da unten da, ne? Aber wenn der so hoch ist, dann passieren halt immer mehr Aktivitäten, paranormale Aktivitäten, ja. Ich hoffe, dass hier. So, warum ist die Dunkelheit gefährlich? Angeblich soll dann wohl irgendwas auftauchen. Ja, also man soll halt. Also die Personen, die wir sind,
Die hat Angst im Dunkeln. So, und dann ist dann wohl irgendwie, tauchen wohl Gestalten auf oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hör auf. Hey. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich komme hier einfach nicht weiter. Autosaving. Okay, so, soweit sind wir schon mal. Hier ist schon mal die Tür offen. Was war das? Okay, da flackert das Licht. Alter, was war das denn? Boah. So, und irgendwas ist auch hier im Haus, weil es bollert immer. Es bollert immer überall. Ja. Oh, so, Licht ist schon aus. So. Bleib mal schön an hier. Und es regnet schon. So. Alter. Akkurat. Akkurat oben, ey. Kommt da jetzt irgendwas raus oder sowas? Ich hoffe nicht. Marder, definitiv. Ja. Definitiv. Marder. Alter. Okay, wir müssen jetzt auch wohl den Schrank rumhängen. Alter, was ist das denn? Okay, da sind Zeichen drin. Da gucken wir jetzt mal rein. Licht geht an. Okay, jetzt auf einmal, jetzt ist die Tür auf einmal zu. Das macht mir aber ein bisschen. Alter, lass das Licht an. Okay, es hilft ja nichts. Wir müssen hier rein. Was ist das, wenn so knarzt? So, wie wir sehen. Hier ist. Ich kann hier interagieren. Alter, vergiss es. Bleib bloß an. Gott, ey. Oh. Warum kann ich hier eigentlich kein Licht anmachen? Tatsächlich nicht. Das geht tatsächlich gar nicht. Okay, pass auf. Wir müssen ja klopfen, das hilft ja nichts. Ist. Hilft ja nichts. Leicht zittrigen habe ich aber auch schon, ne? Da, okay, da klopft. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Da klopft es auf jeden Fall. Das bin ich. Das ist jemand anders. Jetzt ist die Frage, was hier los ist. Was muss ich noch alles hier? Jetzt ist die Tür auf. Alter, ich kann mich nicht. Das ist nicht mehr normal. Ohne Witz, das ist echt nicht mehr normal. Kann ich hier nochmal klopfen? Die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Nein, 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 nein. Ich geh die mir bei Nellen, ey. Warum mal. Oh, ich hab schräg selber das Licht ausgemacht, ey. Ich geh aus dem Zimmer hier nicht mehr raus, ey. Na komm, geh aus. Geh doch. Okay, pass auf. Können wir eine Pille nehmen? Okay, keine Pilze. Hallo? Okay, es geht jetzt also ein bisschen weniger. Okay, es wird schon mal weniger. Guck mal, also die Anzeige unten in der Ecke, die wird jetzt weniger, ne? Alter Lachs, ey. Alter Lachs. Ach, jetzt sind auch die. Jetzt ist auch die Musik ist leiser, ne? Man sieht die Panik im Gesicht geschrieben. Ja, ohne Witz, ey. So, wo ist deine Anzeige? Genau, die ist jetzt nämlich weg. Also du hast normalerweise da unten in der Ecke,
ist normalerweise eine Anzeige. Die taucht aus, ist so ein Gehirn, die das auftaucht. So, und so, ich bekomme schon vom Zuschauer eine Gänsehaut. Ich sag es ja. So, jetzt zum Beispiel könnt ihr sehen, unten in der Ecke wird es auf einmal schon rot. Ja, da wird ja schon rot. Pass auf, ich kann es nochmal zeigen. Ja, Vorführeffekt. So. Okay, was haben wir hier? Hier brauchen wir Schlüssel. Open Key Inventory. Na, habe ich ja nicht. Ich habe nichts. So. Also, hier haben wir jetzt auch nichts Wildes. Hier haben wir nämlich schon am Sonntag schon mal geguckt gehabt, also bei der zweiten Folge. Ja. Also von daher haben wir hier noch nichts gesehen. So. Alter. Der war vorher noch nicht da, ne? Die Tür ist zu. Die war eben noch da. Ich habe auch pure Gänsehaut, ey. Ich habe keine Zeit mit Gänsehaut. Warte, ist der Lüfter oben noch am Drehen? Der dreht noch, ja. Okay, ich kann den noch anmachen. Ich gucke erst noch woanders durch. So, ich gucke mal, ob ich hier noch irgendwas finde. Wir brauchen noch Schlüssel. Wir waren noch auf der Suche nach Schlüssel. Also irgendwo müssen noch Schlüssel rumfliegen. Da ist nichts drin. Halt. Na, komm schon. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Und da waren wir schon drin. Ich habe einfach keine Ahnung, was sonst noch hier passieren kann alles. Vorsicht, nein. So, jetzt seht ihr die Anzeige und eine Ecke. Warum? Jetzt seht ihr die Anzeige und eine Ecke, diese rote. So, und da taucht dann normalerweise halt dann noch ein Gehirn auf. Ja, das zeigt dann, dass du halt psychisch, also dass du psychisch total am Arsch bist, ja. Also, das ist bei mir schon innerhalb von 10 Minuten passiert. Ich meine, die haben aber auch schon durchgesucht gehabt. Oder? Alter, ist noch was. Was auch immer das jetzt ist. Das löst sich auf. So, ganz ehrlich, wird aus der Haustür. Ja, ohne Witz. Wir haben es probiert. Also wir hatten die Haustür unten probiert gehabt. Die ging natürlich nicht auf. Das wäre natürlich auch. Ist natürlich auch nicht der Sinn des Spiels. Die wollen ja unbedingt. Guck mal, letztes Mal hatten wir noch eine rote Tasse gehabt. Jetzt haben wir auf einmal eine gelbe. Was wir mitnehmen können? Nee. Okay, ja, wo ist denn der ganze Kram? So, das Glas kann ich nehmen. Hier sind mal Tabletten, die nehmen wir noch schön mit. Die nehmen wir schön mit. Dass uns bloß nichts passiert hier. Und hier kommen wahrscheinlich jetzt. Alter, das liegt hier nicht an. Oh, jetzt ist an. Oh Gott. So. Okay, wir gehen weiter. Da ist ja nichts drin, aber letztes Mal schon gesehen, dass da nichts drin ist. Da ist auch nichts, ey. Verdammt, ey. Okay. Wir werden jetzt weitergehen. Also, du hast es jetzt gesehen, ne? Janus hast du gesehen, ne? So, unten läuft ja ein Radio. Was ist denn mit dem Badezimmer eigentlich? Wollen wir auch. Das ist das Doofe da, ne? Man guckt immer so automatisch auf die Türklinke, ne? Weil man da ja agieren will. So, dann kann man aber nicht nach oben gucken, während man die Tür aufmacht. Also du bist auf so einen Schockmoment, bist du eigentlich gar nicht vorbereitet. Das geht. Ja, noch mehr Pillen. So, mein Ding jetzt ist voll, okay. Kann ich das nochmal wieder... Ja, toll. Toll, jetzt haben wir eine genommen. Ach, egal. So, was haben wir hier noch? Guck mal, das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht, ne? Das haben wir gar nicht gemacht. Sieh so. Also dieses Bollern, das ist schon so ein bisschen nervös, also Nervösmacherei, ne, denke ich mal. Aha. Hier geht auch was auf. Das wäre jetzt fies gewesen, wenn jetzt so aus dem Spiegelschrank
so ein Effekt rauskommt. Weißt du, so ein Jumpscare, so ein zum Gesicht halt, ne? Das wäre übelst mies gewesen. So. Sag ich auch statt Lichtkolgate. Was? Schleichwerbung. Ja. Hab ich jetzt gerade die Tür zugemacht? Ja, okay. So. Dann. Wenn wir jetzt mal den Teddy mal. Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. So, diese Glasbausteine drin, als Trennwand. Das war früher so, ne? Das war früher echt so. Ich werde jetzt ein bisschen... Da ist eine Tür auf jeden Fall auf. Ich weiß nicht, was ich mit dem jetzt machen kann. Okay, jetzt ist auf jeden Fall ein Teddy oder irgendwie sowas. Also, in der Art. Was knistert hier? Wie kann diese Bude solche Stromschwankungen haben? Oder kann ich eigentlich jetzt die Luke aufmachen? Ich hoffe nicht, ey. Ich geh da nicht hin. Nein, ich geh da nicht hin. Gott, dieses scheiß Radio, ne? Das macht mich noch fix und fertig. Die Tür ist jetzt auf. Die war vorher noch nie auf. Ist es. Lass mich. Hier läuft schon mal Radio. Ach du Scheiße. Hier ist alles tot. Autosaving. Okay, also passiert hier gar nicht mehr irgendwas. Hier liegt ein Schlüssel. Was ist das? Items. Oh, Keyword. Das ist ein Items. Zement? Was ist denn Zement? Komm ich jetzt mit da draußen? Zement. Found a key. Perfekt. Was ist das für ein... Komm ich damit wohl jetzt da draußen? Wir probieren es gleich mal aus, ey. Raus, ey. Ist versperrt. Wie kann eine Haustür versperrt sein? Von außen vor allem. Weißt du? Wer hat die Tür angelehnt? Wer hat die Tür angelehnt? Und das Fiese ist auch einfach, wenn ich irgendwie auf die Tür fokussiere, der Hintergrund ist... Mann, was auch immer du bist, ey. Hau einfach ab, ey. Kerze. Hier ist eine Kerze. Ich brauche ein Feuerzeug. Hallo? Content not available. Okay, also man kann auch sogar ein bisschen... Das Licht flackern ist. Guck mal hier. Das ist auf jeden Fall dieser Balkon, wo wir eben waren. Wo wir von oben runtergeguckt haben. Basement. So, warum können Horrorspiele nie am Tag? Ja, ohne Witz. Ohne Witz. So, was ist das? Ein Hase oder ein Bär mit großen Ohren? Ich denke mal, es ist bloß gerade da oben. Ich weiß es nicht, was es war. Es war ein irgendwas. So. Hier gibt's denn nur. Hier gibt's ja echt nur Bierdosen, ne? Was war. Nein! Oh, was hab ich. Ich muss die Pillen weghaben, ey. Kann ich die irgendwie droppen? Ich hoffe, da sind noch viele drin. Schmeißen wir erstmal. Warte mal, wir legen die mal auf den Tisch. Kommen nicht drauf auf den Tisch. Na toll. Na gut, auf jeden Fall hinterm Tisch liegen sie. Hinterm Tisch. So. Ich befürchte, dass ich dahin muss, ne? In diese Ecke. Aber warum geht das Licht hier nicht? Vor allem, es ist immer halb vier. Alter, wieso ist hier so dunkel? Ich will da nicht hin, ey.
nicht reparieren, dann wird's gehen, aber. Was ist mit dir? Warum geht so ein verdammter Scheißlicht, Alter, nicht? War das Basement eben? Ich hab schon Gänsehaut, ich hab schon pure Gänsehaut. Basement Key. Alter, ich will da nicht rein. Ich will doch da nicht rein. Oh nein. Ich hasse es, wenn die Türen wenn die Türen zu mir aufgehen. Ich hasse es. Scheiße. Das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt müssen wir bei ihm an der Tür klopfen. Hör auf. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Vor allem, wo zum Teufel finde ich vielleicht noch ein... Ich brauche sowas wie so ein... Ich brauche doch irgendwas, um die Kerzen anzuzünden. So, da unten kommen wir nicht. Da waren wir letztes Mal schon. Da war nämlich noch versperrt, da brauchen wir auch einen Schlüssel für. Hat denn hier nirgendwo mal so ein Feuerzeug oder irgendwas, ey? Jetzt vielleicht hier drin irgendwas? Nein. Das ist doch nicht möglich, ey. Ist hier kein Feuerzeug, gar nichts. Hier ist Bullard wieder. Also den Telefon habe ich immer nicht verstanden. Ich habe es immer nicht verstanden, warum das nicht ging. So ist es knatscht immer. Ich verstehe es nicht. Puh, Junge, ey, das ist doch nicht... So, pass auf, wir gehen jetzt rein. Wir gehen jetzt rein. Was war das? It's locked, you need the basement key. Habe ich doch.